Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2 hier in Schnullis Playground. Ja, sieht hier ein bisschen leer aus, weil, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, die Crew entführt wurde von den Kollektoren, als ich mal ganz kurz nicht da war. Und dementsprechend bereite ich mich jetzt darauf vor, sie zurückzuholen, werde aber zunächst noch eine kleine Sidequest machen und Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Ja, danke. Und mal gucken auf. Na, wie ist der Kram noch? Ilium? Ob es da noch irgendwelche Ausrüstung oder sowas für mich gibt. Da ich ja eine ganze Menge Credits habe. Selbstmordkommando. Nett. Ach, erstmal mache ich hier die Bloodpack-Basis noch. Das dürfte ja nur eine Sidequest sein. Dann kriege ich noch ein bisschen mehr Credits und kann dementsprechend noch mehr dort einkaufen danach. Anomalie geordnet. Scans zeigen eine behelfsmäßige Basis auf der Planetenoberfläche, die bei der Kommunikation benutzten Protokolle entsprechend denen des Bloodpacks. Zahlreiche Lebenszeichen geortet. Wortschatzsignaturen. Ressourcen in der Basis sind Komponenten zur Waffenherstellung. Dann sollten wir das schnell zerstören da unten. Ach, hier kann man auch gleich mal das neue Outfit angucken. Okay, das hat irgendwie auch was so. Ja, lass ich auch mal an. So, es geht gegen Bloodpack und Borcha, das heißt menschliche Wesen. Er ist schon mal unnütz. Nichts geht für ungut, aber nehme ich ihn mit. Also menschlich nicht, aber ich meine jetzt organische Wesen. Ne? So. Nehme ich hier wieder die Kampfmaschine mit und Garrus mal mitnehmen. Drei Punkte. Ja. Balkanischen Feinden ohne Schilde. Gut, da werde ich es jetzt aber nicht reinhauen, da ich nämlich vorhabe, das wieder zu verlernen. Weil wenn die Schilden erstmal weg sind, dann leben die sowieso meistens nicht mehr so sehr lange. Deswegen lerne ich lieber das Schild von den Gästen, sterbe ich seltener. Kann das vielleicht nachher auch aufbessern wieder. Basis. Ihre Zerstörung würde möglicherweise zur Abschaltung der gesamten Anlage führen. Das klingt doch gut. Kallus, Sie bekommen Ihre Ressourcen, wenn alles bereit ist, oder wollen Sie selbst danach graben? Alles wird für den Angriff vorbereitet sein. Wenn Sie mir die zusätzlichen Wortschar wie angefordert besorgt hätten, wäre die Sache längst erledigt. Tja, hat er aber nicht. Scheinbar, sonst hätte es mir nicht geschrieben. Ach, eine Minute, einmal kurz niesen. Weitergehen. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber die Natur fordert ihr Recht. Noch ein Datenpad. Kallus, ich schicke Ihnen zwei Ihrer Watcher zurück, damit Sie sehen, womit ich es hier zu tun habe. Ich schlage vor, Sie geben den Vollidioten keine Waffen. Diese miserablen Schützen verpassen sonst nur einem Ihrer Generatoren eine Breitseite, anstatt die eigentlichen Ziele zu treffen. Sobald Sie endlich verstehen, wo meine Probleme liegen, werden Sie mich hoffentlich nicht mehr verspotten, wenn ich um ein wenig Unterstützung bitte. Ja, die Watcher. Nicht unbedingt die hellsten Zeitgenossen. Ah, da haben wir auch einen. Hatten.
Die sind sowieso schon animiert, alarmiert. Solange ich die Munition habe, kann ich sie ja trotzdem einschalten. Hätte ich gerade fast vergessen, beziehungsweise habe es vergessen eigentlich, aber ja. Hab ich noch erwischt? Oder versteckt er sich? Das hört sich so ein bisschen nach erwischt an, aber die klingen irgendwie immer sowieso immer gleich, ob sie jetzt leben oder nicht. Wow. Deswegen kein Risiko eingehen, wollte ich gerade sagen. Das ist auch kein Kopfschuss. Das war ein Kopfschuss in den Bauch vielleicht. Carlos, einige meiner Watcher sind verschwunden. Ich brauche mehr, wenn Sie wollen, dass die Arbeit termingerecht abgeschossen wird. Woher sind Sie, woher Sie sie nehmen, ist mir egal. Fragen Sie Garm nach seinen Ersatzleuten. Es sind sicher ein paar Verstoßene dabei, die für Mineneinsatz gut genug sind. Wir brauchen die so viele Watchers. Ich meine, klar, Mineneinsatz, aber als ob das jetzt so wichtig wäre, eine Mine abzubauen. Ja, so langsam wird's auch mit dem Ziel ein bisschen besser. Ein bisschen. Ich meine, ich treffe zwar trotzdem noch oft daneben, ich treffe daneben, ich schieße daneben, aber immerhin sind die relativ schnell totgegangen hier. Von daher, ich muss ja auch nicht hier den perfekten Schützen zeigen, sonst werden die Zuschauer nur neidisch. Ja. So, das muss ich wohl da zerstören, damit die Anlage in die Luft geht. Deswegen, bevor ich den gleichen Fehler mache wie bei den Reapern in der kleinen Basis, gucke ich erstmal rum. Denn da hätte ich nämlich noch Palladium übersehen. Ups. Hey. Immer das auch funktioniert. Na, dann nicht. Ach, das ist auch eine Eindämmungszelle und kein explosives Dings. Würde sich das mal jemand ansehen? Wir müssen hier weg. Definitiv. Evakuieren. Lauf, 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 lauf. Damit lässt sich was anfangen. Na, geht doch. Muss ich nur bis zur Tür. Munition für schwere Waffen. Ein Upgrade für die Waffe. Ja, perfekt. Da ich ja jetzt gerade ein neues Update bekommen habe und noch eigentlich noch genug Ressourcen haben müsste, ist das bei den Prototypen drin? Ja. Ja, nehme ich das doch mal mit.
Und wie eben schon gesagt, fortgeschrittenes Training. Werde ich jetzt die Hauptmunition, Neuralschock. Was ist das? Ach hier, Guest-Schildverstärker. Wende zusätzlich Schildtechnologie der Guest. Werde ich das nochmal mitnehmen. Und mich dann hier auf den Weg machen. Erstmal hier Post wieder gucken. Jetzt werde ich ja nicht mehr darauf hingewiesen. Nee. So, dann gehe ich mal shoppen. Falls es jetzt nicht noch weiter eine Folge-Quest daraus gibt. Selbstmordkommando. Tochanka hat wieder da. Nö. Wäre ja blöd, wenn ich mit einer schlechten Ausrüstung mich in den Kampf begebe. Ich glaube, ich erlaube mir mal einen Spaß und nehme Guest mit dahin. Und wer war noch nicht da? Ich glaube, Jack. Ist ja eh nur shoppen, da dürfte nicht großartig irgendwas passieren. Sie können Ihre genetische Barriere kurzzeitig mit einem hochgenetischen Gasschild verstärken, die eine beträchtliche Schadensmenge absorbiert. Und das gibt massive Gasschildverstärker, erhöht die Stärke des Schildverstärkers, sodass mehr Schaden. Die Stärke des Schildverstärkers. Beim Einsatz des Gasschildverstärkers wird kurzzeitig der Waffenschaden erhöht. Ach cool. Kann ich eh noch nicht machen, aber immerhin kann ich mich darauf vorbereiten. Entschuldigen Sie. Meinen Quellen zufolge waren Sie kürzlich in einem Lagerhaus. Haben Sie vielleicht zufällig einem Mr. Thax fragwürdige Transportpapiere zukommen lassen? Weiß ich gar nicht mehr. Aber habe ich bestimmt, wenn er das sagt, dann habe ich das. Sie sahen verdächtig aus, also habe ich Sie weitergeleitet. Ich vertrete Mr. Thax. Er ist Ihnen sehr dankbar. Bitte nehmen Sie das als Belohnung dafür an, dass Sie ihn auf die Unregelmäßigkeiten aufmerksam gemacht haben. Und was macht Sex jetzt damit? Was geschieht jetzt mit der Spediteurin, die Sex hintergangen hat? Das kommt darauf an, wie ernst gemeint Ihre Entschuldigung ist und wie weit es mit Ihrer Bereitschaft aussieht, den Fehler wieder gut zu machen. Wird jetzt also gerade hier gesucht. Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach der Person, die Sex hintergangen hat? Danke, aber das wird nicht nötig sein. Mr. Thax wird eine Reihe von höflichen Telefonaten führen. Hoffentlich ist dann keine Konfrontation mehr nötig. Ja, ich habe gern geholfen, auch wenn ich nicht weiß, worum es gerade geht. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tito. Ach, nur Credits und dafür der ganze Aufwand. Dann suche ich jetzt ein paar Shops und statte auch Liara nochmal einen Besuch ab. Ach stimmt, ich muss ja auch noch hier irgendwelche Terminals hacken. Wo war das denn? Da fällt mir gerade ein, so aus grauer Vorzeit. Sollte mal mit Legion reden, wo war das? Und los geht's. Lauft nur weg, ihr Schweine. Gebt eure Koloniepläne auf. Das ist widerlich. Sie machen Geld mit der Angst der Leute. So ist es. Hier. Auf Welten, die Sie als zivilisiert bezeichnen, ist der Handel mit organischen Wesen verboten. Dennoch bemerkt niemand von Ihnen, wie wenig Freiheit Edi an Bord der Normandy eingeräumt wird. Ja, da hast du recht. Sie sollten es mit meiner Methode versuchen, um mal zu sehen, woher der Wind weht. Mit Jack reden. Nun, ich habe diese Kolonien ja selbst angegriffen. Ziemlich viel Geld hier. Weiche Leute, die gute Opfer abgeben würden. Ein schlechter Tag. Und hier sieht's aus wie auf Omega. Jetzt weiß ich, warum ich es nicht mitgenommen habe bis jetzt hierher.
Weil irgendwie kann ich diese ganzen Schlips hier gar nicht benutzen. Hier ist einer. Haben Sie nicht der aber nichts mehr für mich hat. Ich will etwas, das sagt, der Raum gehört mir. Du. Gehört Sie wählen ständig Angestellte aus und verlieren sie dann an die Konkurrenz? Da kann Ihnen... Nein, tue ich eigentlich nicht. Bis jetzt habe ich keinen verloren. Ja, wo soll ich denn jetzt hier hin? Irgendwo muss ich doch die Terminus finden. Junggesellenabschied lauschen, das habe ich schon gemacht. Du verdienst jemanden, der dich respektiert. Jemanden, der dich anständig behandelt. Ich denke, ich werde wohl eine Weile mit niemandem mehr ausgehen. Nein, das darfst du nicht. Lass dir nicht von einem Menschen alles vermiesen. Es ist immer dasselbe. Oh, sie könnte krank werden. Vielleicht habe ich ja hier im Tagebuch. Die Zitadelle an 7. Die Techniker könnten neue T6 brauchen, das würde ihnen Wartungsarbeit leisten. Das habe ich doch schon gemacht, oder nicht? Ein verschollener Cerberus-Agent wird angeblich in einer Eclipse-Basis auf dem Planeten Lorik Fatah-System Omega-Nebel gefangen gehalten. Ach, jetzt versteckt, bla bla, bla bla, bla bla. Ja, super. Der Kundschafter wurde gefunden, obwohl aufgrund von bla 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 bla. Ja, das ist doch alles blöd. Ah, hier. Hat um Hilfe beim Hacken von Systemen auf Ilium gebeten, um an wertvolle Daten zu kommen. Nach dem Hacken eines Systems kann ein ungeschützter Serverknoten mit Liaris Maschine verbunden werden. Hilfreich ist das nicht. Ich weiß trotzdem nicht, wo ich jetzt den PC zum Hacken finde. Wenn Sie nichts Besseres haben, muss das wohl reichen. Aber ja, da oben geht's zu Lyra. Ich soll wohl schlecht ihren eigenen PC hacken. Sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich habe die Daten. Fragen Sie nicht. Betrachten Sie es einfach als Geschenk. Habe ich immer auch gebracht. Die Familie ist gerettet. Daran kann ich mich sogar noch erinnern, dass ich ihm die Daten hingebracht habe. Aber, ja. Ich wüsste auch nicht, dass Lyra irgendwann mal erwähnt hat, was für Terminals ich hacken soll, beziehungsweise wo sie sich befinden. Ja, kommt schon. Hin und wieder sagst du solche Sachen und ich weiß nicht. Es liegt vielleicht daran, dass dein Vater Batterianer hier das Terminal hackt. Das packst du jetzt hier aus? Ah, da. Mein Vater war ein ausgezeichneter Hausmeister. Und du bist... Du bist... Das Wort, nach dem du suchst, lautet reinblütig. Das Wort, nach dem du suchst, lautet reinblütig. Ja, so, da ist der. Ah, schaffe ich aber nicht rechtzeitig hoch. Ach, hier ist auch nochmal. Abstandsmesser des... Achso. Sie ist die letzte einer aussterbenden Art. In ein paar Generationen wird es kaum noch reinblütige Asari geben. Irgendwie tut sie mir leid. Das ist unnötig. Sie hat selbst eine Asari geheiratet. Ihre Kinder waren auch reinblütig. Ah, hier. Sie ist Teil des Problems. Yay. Mal Ewigkeiten gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass unten rechts ein Abstandsmesser war. Reinblüter sind eine Verschwendung von genetischem Potenzial. Dadurch kommt es zu Rückschritten wie den Adat Yakshi. Hey, ich mag Reinblüter auch nicht, aber das geht jetzt etwas zu weit. Okay, hör zu. Du erstattest Zex alles zurück. Hast du verstanden?
Er weiß es. Keine Ahnung woher, ist auch egal. Erstatte ihm sofort alles zurück. Und dann bring deinen Arsch in Sicherheit. Das dürfte dann wohl die Spediteurin sein. Lassen Sie mich in Ruhe, ich kann jetzt mit niemandem sprechen. Gut, da habe ich der Daten wohl Sex bereits gegeben für. Deswegen kann ich die wahrscheinlich nicht anquatschen. Aber das klang ja gerade verdächtig danach. Terminal hacken, Terminal. Ich meine nur, wir sind hier, um Waffen zu kaufen. Solltest du das nicht etwas ernster nehmen? Ach, das war's dann auch schon. Na, das hätte ich vielleicht machen sollen. Aber ich wusste nicht, dass... Hab nicht gesehen, dass es so teuer ist, alles. Hey, ich bin 60 Jahre alt und endlich bei meinen Eltern ausgezogen. Und 60 Jahre und endlich bei den Eltern ausgezogen. Respekt. Du könntest getötet werden. Was ist mit dir? Ich bin fast 20. Meine genetischen Werte sind nur Durchschnitt und mein Clan hat praktisch keinen politischen Einfluss. Um einen guten Fortpflanzungsvertrag zu kriegen, brauche ich Geld. So, ne, das ist definitiv die falsche Richtung, aber hier. Für dich ist Eclipse nur Spaß, aber für mich ist es die Zukunft. Die Fortpflanzungsstrategie meines Clans steht auf dem Spiel. Denken Salarianer auch mal an was anderes. Ist das jetzt wieder das gleiche Terminal oder was? Man sollte ihnen die Fortpflanzung verbieten. Was war dein Vater gleich nochmal? Salarianer. Oh, dann hast du ihn vermutlich gar nicht richtig kennengelernt, oder? Hey, wir sind Freundinnen. Ich hab dich nie so genannt. Nein, aber du denkst daran. Glaubst du es? Terminal Hacken, wo war das jetzt hier wieder? Ich habe viele davon oder was? Um den Hänseleien zu entgehen. Du lachst über nee, das galaktische Nachrichten. Ich hätte eine davon werden können. Ach hier. Ich hoffe, das Ganze bringt doch was oder nein. Boah, Schwein gehabt. Oder ich muss jetzt hier nicht irgendwie Ewigkeiten das weitermachen. Also endlos, kannst quasi endlos weitermachen und dann immer halt neue Sachen nur für sie bekommen. Bist du sicher, dass die Waffen und Panzerungen von Tor Selbstverteidigung gut genug für Eclipse sind? Ah, hier. Ja, eine Freundin von mir. Shepard, hier ist Liara. Ah. Ich habe die Daten. Kommen Sie vorbei, wenn Sie mal kurz Zeit haben. Blaue Rose von Ilion. Bla 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 bla. Okay. Aus Glas und Plastik erblüht. Was ist mit dir? Ja, dann kann ich jetzt endlich zu Liara zurückgehen. Ich meinte doch nicht. Okay, pass auf. Ich sehe mir den Vortrag nochmal an. Vielleicht muss man das Zeug neu klassifizieren. Deine Haut sieht ja wunderbar aus. Du wirst doch wohl nicht mit Biotik nachhelfen, oder? Eigentlich habe ich nur Eckenwärme ausprobiert. Ta-da-da. Und Reinigungscreme. Und niemand wird bemerken, dass die matronale Phase. Ja, nach dem Gespräch mit Tali, Quatsch, mit Liara. Mache ich dann auch erstmal den nächsten Cut. Und dann geht das wohl Richtung Omega 4 Portal. Da ich ja sowieso keine Credits mehr habe. Im Laufe des Tages noch von Experten hören, welche neuen Technologien in Kürze für ihr Leben absolut unerlässlich werden. Und wie Shepard, schön Sie wiederzusehen. Danke, dass Sie mir diese Systemdaten verschafft haben. Hier. Viel ist es nicht, aber ich hoffe, es hilft Ihnen bei Ihrer Mission. Erinnern Sie sich an den Shadow Broker? Mit den von mir besorgten Daten gelingt es mir vielleicht, den Informationsspeicher seiner Agenten zu finden. Ja, wer ist das? Weiß ich ja, das ist so ein Typi, der halt mit Informationen gehandelt hat, ohne sich selbst irgendwie zu outen. Ist der hinter Ihnen her? Sind Sie auf der Flucht vor dem Shadow Broker? Ich kann Ihnen helfen. Zutreffender wäre die Aussage, dass der Shadow Broker vor mir auf der Flucht ist. Unsere Wege haben sich kurz nach ihrem Tod gekreuzt. Seitdem arbeite ich daran, ihn auszuschalten. Mit diesen Daten bin ich dem Ziel einen Schritt näher gekommen. Ja, dann kommen Sie mit, ich helfe Ihnen. Sie können nicht mit mir kommen, weil Sie hinter dem Shadow Broker her sind? Was wäre, wenn ich Ihnen helfe, ihn zu finden? Tut mir leid, Shepard. So funktioniert die Galaxie nicht. Ich muss Spuren finden, Informationen nachgehen. Ich muss arbeiten. Auf der Normandy kann ich das nicht. Ich wünschte, es wäre anders. Was ist geschehen? Ich habe noch nie erlebt, dass Sie kaltblütig jemanden hinrichten wollen. Was hat der Shadow Broker Ihnen angetan?
Ich habe mit einem Freund einen Job durchgezogen. Die Leute des Shadow Broker haben uns erwischt. Mein Freund konnte nicht entkommen. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder noch verhört wird, aber ich muss ihn finden. Ich schulde ihm mein Leben. Ich will, dass der Shadow Broker für das bezahlt, was er getan hat. Ja, dann viel Glück mit dem Plan. Sagen Sie mir, wenn ich sonst noch etwas für Sie tun kann. Danke, Shepard. Das werde ich. Nun, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Wie geht es Ihnen? Wie läuft's bei Ihnen so? Die Daten, die Sie mir gegeben haben, waren sehr hilfreich. Jetzt habe ich ein Ziel. Der Shadow Broker hat mehrere Kontakte hier auf Ilium. Der mächtigste von Ihnen trägt den Namen Beobachter. Wenn ich den Beobachter aus dem Spiel nehme, bringt mich das dem Shadow Broker näher. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Und was brauchen Sie? Sagen Sie mir, was ich tun soll. Ihre Daten haben mich zu Logs von Agenten des Shadow Brokers geführt. Sie wurden zwar gelöscht, aber vielleicht kann man Teile davon rekonstruieren. Der Shadow Broker ist vorsichtig. Seine Agenten sind nur unter Funktion und Spezies bekannt. Meine Ermittlungen haben ergeben, dass der Beobachter nur einer von 5 Agenten sein kann. Ein Turianer, ein Salarianer, ein Kroganer, ein Batarianer und ein Watcher. Wenn Sie die Liste noch einengen könnten, wüsste ich, wo ich zuschlagen muss. Watcher, was soll das denn für ein Agent sein? Der ist so dumm wie Brot wahrscheinlich. Wissen Sie sonst noch was? Haben Sie genauere Informationen über diese Agenten? Leider nicht. Nixaris hat schon Glück gehabt, überhaupt was rauszukriegen. Ich habe gern geholfen, Ma'am. Die Daten sind unsere einzige Hoffnung herauszufinden, wer der Beobachter ist. Und wenn wir zu lange warten, tauchen sie alle unter. Dann schüchtern wir sie ein. Ich könnte mit diesen Leuten reden. Ich krieg den Namen schon raus, den sie brauchen. Das ist eine subtile Operation, Shepard. Wenn sie einen Agenten erledigen, tauchen die anderen unter. Und meine Chance ist dahin. Liara hat recht. Wir brauchen ausreichend Beweise, um losschlagen zu können. Und die brauchen wir bald. Ich bin durchaus fähig, die Gewaltaktion selbst durchzuziehen, Shepard. Ihre Hilfe brauche ich nur bei den Daten. Ich werde das nicht tun, doch ich bin dabei. Ich rekonstruiere die Daten und teile Ihnen die Ergebnisse mit. Danke, Shepard. Wenn Sie was finden, funken Sie mich auf unserer alten Frequenz an. Ich kann nicht riskieren, dabei persönlich in Erscheinung zu treten. Wir reden später, Liara. Daten, ja, das heißt, ich werde dann doch wieder... Mitglieder der Söldnertruppe Eclipse nach einem Vorfall mit Gewaltanwendung in einem von der Gruppe kontrollierten Lagerhaus. Noch ein bisschen hier drauf hin und her laufen, genau, so. Mach jetzt aber erstmal den Cut, wie eben schon gesagt. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge von Let's Play Mass Effect 2 wieder. Bis dann und bye bye.